Ja, also ich werde euch jetzt ein Gedicht erzählen. Das ist ungefähr so lang wie der Handschuh von Friedrich Schiller. Aber nicht so lang wie die Glocke, also keine Angst. Und das handelt, ja, das ist ein sogenanntes Poeta Doctus, ein Lehr- oder Schulgedicht über das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, also nicht ich, der dich aus Ägypten aus der Sklaverei geführt hat, weil sie lustig sein und für lustige Musik braucht man die Freiheit, das ist wichtig und darum geht es dabei und bei der Geschichte dieses Volkes. Und das heißt passend, ja, Ägypten, ein Frühlingsmärchen. Ägypten, einst des Niles Auen, ein Staat, ein Reich, ein Land, wo man, um große Bauten zu erbauen, geschickte Bauleute stellte an, für so viel Lohn, dass es grad so für Dach und Fraß und Saufen reicht, auf das gleich hier wie anderswo der Neid durch alle Gassen schleicht und die Bewohner uneins macht. Ja, wo in Zweierung Grund gelegt, als aller Nachbarschaften Tracht, die Streitlust jedes Herz bewegt, da siecht dein Volk im Taumeltanze an Gott und Leben voll vorbei. Auf Deutsch bezeichnet heißt das Ganze Frondienst, Mächtschaft, Sklaverei. Denn so ein Volk, das stets am Zanken, wo jeder meint, er sei im Recht, das weist sich selber in die Schranken und will gewinnen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch wissen Sklaven nichts von Gott und schuften scheu wie Käfigvieh in Modenfurcht und Alltagstrott und finden einen Ausweg nie. So war es in des Niles Auen, wo Israels Kindermeute das Brot der Knechtschaft musste kauen. Und dieses Brot, das gibt's noch heute. Denn wenn durch Gottes Wunder walten die Israelis einst dann kamen, so blieb Ägypten doch erhalten und bekam nur viele Namen. Wie man nun also kann ersehen, an dem Prinzip, den eben genannten, braucht Sklaverei, um zu bestehen, gewisser, sehr von heute bekannten Dressuren für das Volksverhalten. Modern ist doch das Werkzeug nur, um Sklavenhaltung zu gestalten. Sei es digital, sei es Kirchturmuhr, ein Blick dahin wirkt im Prinzip manchmal unter manchen doch wie einst ein Sklavenhaltchen lieb. Man sagt mir eins, ist das kein Joch? Und Rachelust, zum Recht verkehrte, vergebungslose Fühlensweisen, macht sowas nicht der Herzenhärte härter als das Ketteneisen? Ägypten und die Sklaverei sind alle Zeit und stets weltweit ein Schulprodukt, das Kuckucksei vom Traum an Gottlosigkeit, an das es weder Macht noch Kraft noch Wille nicht, nicht Geist, nicht List der Menschen Willkür Ende schafft, dass nichts und niemand größer ist als da der Welt ihr Reglement, ein Glauben noch, der das entbindet, weil er den größeren Gott erkennt, sodass er siegreich überwindet den Glauben an die Macht der Welt. Ja, an einen Gott, der nicht untätig, selbst in der Wüstennot noch hält und sich als Wahrheit Lob bestätigt. Der ist nur kulturell erträglich, als Tradition, als Kinohit. Ja, ansonsten wäre bald sehr kläglich der Profit und was man mit der Mühe anderer Menschen schafft, was folglich also auch erklärt, weshalb die Bildungswissenschaft in Sklavenschulen streng belehrt, es gibt ja gar nicht so einen Gott. Das Juden und das Christentum, die gehen ja eher bald bankrott, schließlich kümmern wir uns drum. So sprach schon einst der Pharao und lässt sich's aktuell erfahren, man denkt und spricht und tut dem so seit tausend, tausend Jahren.
tausend Jahren doch erleben Menschen, es zerschlägt Gott jeden, der ihn ruft, dies Joch, und weist der echten Freiheit Weg heraus aus allem, was so plagt, nur eben im Ägypterland, bei braven Sklaven, wie gesagt, ist solches gänzlich unbekannt. Wie dem auch sei, ich weiß, man muss sein Leben eh stets neu gestalten. Und war es einst Mose oder Jesus, derselbe Gott, dasselbe Walten. Und ob man sich's ergreift als Seins, als Gottes Ruf im Herzen spürt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, mich hat Gott aus Ägypten.